passiert, wenn man alles an die Mieter schweigt. Ein großes Danke an die LG, die mir das Pack vollzeitig zur Verfügung gestellt haben, um dieses hochgradig wissenschaftliche Experiment durchzuführen. Wir testen das Ganze heute auf jeden Fall mit Ra. Er ist ein Senior, offensichtlich ein sehr moderner Senior, und lebt in dieser kleinen, bescheidenen Wohnung. Aber Ra gehört nicht nur diese Wohnung, sondern auch dieses große, stylische Mietshaus. Und hier drinnen gibt es insgesamt 3 verschiedene Wohnungen. Unten gibt es 2 kleine und oben eine richtig große. Und für alle 3 Wohnungen suchen wir jetzt natürlich einen Mieter. Dafür drucken wir hier unten rechts jetzt auf eigener Betrieb. Und hier haben wir jetzt die Wohnungen. Bevor wir die vermieten, können wir den Mietvertrag jetzt aber noch verändern. Wow. Hier steht, wir können einfach 1080 Simoleons Miete verlangen. Pro Tag. Und wenn wir hier dann 30 Tage eingeben, dann verdienen wir in einem Monat ganze 32.400 Simoleons nur mit einer einzigen Wohnung, Leute. Das machen wir natürlich genauso. Die Wohnung ist groß. Die Ausstattung ist Luxus. Die Umgebung ist nobel. Und die Wartung ist schlecht. Ja, aber Rahmen ist schon alt. Da können sich die Mieter sicher selber drum kümmern. Und natürlich gibt es hier dann auch Regeln, an die sich die Mieter hoffentlich halten. Und diese Mieter können wir uns jetzt aussuchen. In der Wohnung gibt es 3 Betten. Das wünscht sich jetzt zum Beispiel diese Familie hier. Oh. Aber die können nur 560 Simoleons Miete bezahlen. Das ist natürlich schlecht für sie. Gut, dann gehen wir mit der Miete halt runter. Und die Wohnung geht an Familie Shadows. Wir haben hier unten aber noch 2 Wohnungen zu vermieten. Und da die Wohnungen kleiner sind, bekommen sie 2 Regeln weniger. Sie dürfen die Wohnung vermüllen und sie dürfen Geister besitzen. Bin ich nicht eine nette Vermieterin? Und damit sind offiziell alle Wohnungen vermietet. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los. Irgendjemand muss den neuen Mietern ja natürlich ihre Schlüssel bringen. Aber Rahm geht es heute leider nicht mehr ganz so gut. Und deswegen lernen wir jetzt einen ganz besonderen Sim kennen. Darf ich euch vorstellen? Der Enkel von Rahm, Klaus. Klaus ist soeben fertig geworden mit der Schule. Er wohnt aber noch zu Hause, also bei seinem Opa. Klaus ist momentan auch noch arbeitslos. Und wenn er ganz ehrlich ist, auch nicht auf der Suche nach einem Job. Dafür ist er aber wirklich gut für seinen Opa da. Und jetzt gleich auch für alle neuen Mieter. Klaus ist nämlich romantisch, verführerisch, neugierig. Das ist eines von den neuen Merkmalen. Diese Sims verletzen gerne die Privatsphäre von anderen. Oh, Leute, das wird gleich noch wild. Klaus ist nämlich auch noch sprunghaft. Dann, bevor sein nächstes Abenteuer anfängt, werden wir ein paar Geschenke kaufen. Hallo? Leute, das ist nur eine Testversion vom Spiel. Das heißt, wir müssen heute ohne Kartoffeln auskommen. Oh, Klaus, da musst du heute wirklich deinen ganzen Charme auspacken. Und nicht nur das. Klaus ist soeben beim Mietshaus angekommen. Und wir begrüßen direkt unsere allerersten Mieter. Wir könnten aber auch lauschen. Und einen Eindruck starten. Nee, Leute, also das machen wir sicher nicht. Noch nicht. Wir lauschen einfach mal. Vielleicht finden wir ja irgendwas Spannendes über die neuen Mieter raus. Klaus hat folgendes Geheimnis über Tai erfahren. Achtung, Brandgefahr. Findet er sie jetzt gerade so heiß? Oder hat sie vor, die Wohnung in Brand zu setzen? Manchmal, wenn ich auf dem Herd oder Grill koche, wünsche ich mir beinahe, dass meine kulinarischen Kreationen Feuer fangen, damit ich diese wunderschönen Flammen noch einmal sehen kann. Oh mein Gott. Wen haben wir da in unsere Wohnung gelassen? Sie macht mir jetzt schon Angst. Wir klopfen es trotzdem mal an die Tür. Und schaut euch mal diese süße Wohnung an. Die ist ja richtig liebevoll dekoriert. Das war ganz sicher Klaus. Zumindest behauptet er das, um bei den Frauen besser anzukommen. Ja, also die Energie von dieser Sonnenwende zieht einen einfach direkt in den Bad. Fast so wie auf dem Ballermann. Aber schauen Sie, was sie alles kann. Die wünscht sich sogar der Weihnachtsmann. Ja, Leute, keine Ahnung, was Klaus da gerade gelabert hat, aber manchmal muss man so viel Blödsinn labern, dass das Gegenüber so verwirrt ist, dass die Person nicht weiß, was sie sagen soll, außer... Okay. Und offensichtlich hat das Gelaber von Klaus funktioniert. Die liebe Tai steht einfach komplett auf ihn. Und die beiden lassen auch nichts anbrennen. Okay, definitiv falsche Wortwahl. Aber jetzt geht es wirklich heiß her. Unter dem Bild vom tragischen Clown, während sie von einem Schweinchen beobachtet werden. Das kann ja nur Glück bringen. Und sie ist ein bisschen verdreht. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Und ob es der Frau noch gut geht. Aber sie ist auf jeden Fall schwanger von Klaus. Perfekt. Die erste von, ich habe keine Ahnung, wie vielen Frauen, ist schon mal schwanger. Und wir besuchen direkt die nächsten Mieter. Wir können hier schon eine Strafe erteilen? Für die maximale Belegung. Aber ich habe doch die Wohnung belegt. Als ob ich den jetzt für meinen Fehler 1000 Simoleons abknüpfen kann. Vor allem, weil ich da drin jetzt auch gleich jemanden schwängern werde. Aber davor holen wir uns die 1000 Simoleons. Oh mein Gott, diese Mieter hassen mich einfach direkt. Und bevor wir reingehen, werden wir jetzt auch nochmal lauschen. Oh. Die haben uns die 1000 Simoleons natürlich nicht gegeben. Er hat es zumindest probiert. Und Klaus hat folgendes Geheimnis über Sunja erfahren. Himmel und Hölle betrug. Oh, jetzt checke ich das erst. Sie hat bei Himmel und Hölle betrogen. Und damit ist sie zur Meisterin geworden. Oh, Sunja, Sunja, Sunja. Mit diesem Betrug kommst du jetzt definitiv nur noch an einen Ort. Und es ist nicht der Himmel. Wir klopfen auf jeden Fall mal an die Tür. Und schauen mal, wen wir da drinnen schwängern können. Wir haben hier ein Kind und eine Oma. Beide sehr ungünstig. Wie motiviert dieses Kind auch aussieht. Aber hier draußen haben wir noch 2 Mieter. Ein Kleinkind. Und das ist ein Mann. Gut, dann besuchen wir jetzt die dritte Familie. Aber ich sehe hier eigentlich gerade niemanden. Lauschen können wir auch nicht. Und wir hätten noch eine Funktion, die wir noch nicht ausprobiert haben. Ah, verdammt, die neue Mieterin ist gerade nach
nach Hause gekommen. Aber keine Sorge, wir testen das mit dem Einbruch auch noch. Davor verführen wir die liebe Gretchen. Hallo, liebes Gretchen. Darf ich dir die neue Wohnung zeigen? Und noch viel mehr. Und auch sie ist hin und weg von Klaus. Und wir haben jetzt auch ein Geheimnis über Gretchen erfahren. Ich habe wiederkehrende Altträume von einem Schwimmbecken mit Wänden. Oh mein Gott, Leute. Ihr wisst schon, an was ich jetzt direkt denke. Sollen wir sie in einem Pool einsperren? Aber davor werden wir ein Baby machen. Leute. Hier wohnt einfach eine zweite Frau. Und sie sieht 1:1 aus wie Gretchen. Bitte sagen wir nicht, dass das Schwestern sind. Sie macht sich auf jeden Fall schon ready für Klaus. In der Golden Shower. Warte mal kurz. Ein bisschen familienfreundlich. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass Gretchen auch wirklich schwanger ist, schieben die beiden offensichtlich noch eine Nummer. Und danach unterhalten wir uns mit ihrer Schwester. Und bevor Gretchen uns da dazwischen funkt, gehen wir jetzt raus in die Stadt. Die heißt übrigens Tomarang. Und auch hier gibt Klaus natürlich wieder Vollgas. Oh, und seht euch mal an, wie romantisch es hier in der Stadt aussieht. Luna? Geht's dir gut? Ich glaube, von Klaus Sprüchen ist hier gerade ein bisschen schwindelig geworden. Und auch sie kann ihm nicht widerstehen. Vor allem unter diesen Lichtern, Leute. Sie werden sich küssen. Ja. Und jetzt würde ich gerne ein Baby mit dir zeugen. Aber schwierig gerade hier auf dem Marktplatz. Mit nach Hause nehmen können wir Luna auch nicht. Da ist ja unser Opa. Nicht, dass er uns noch einen Herzinfarkt bekommt. Und deswegen werden wir jetzt irgendwo einbrechen. Hier bei dieser Familie sind nur Oma und Kleinkind zu Hause. Das sollte doch gehen, oder? Wir starten jetzt diesen Einbruch. Also gleich, wenn wir nicht mehr in der Brücke feststecken. Wir werden die Tür jetzt einfach aufbrechen. Oh mein Gott, er packt da sein Brecheisen auf. Wow, das ist wirklich sehr unauffällig, was hier gerade passiert. Und es hat nicht geklappt. Ey, Klaus. Komm schon, das probieren wir nochmal. Und diesmal ist die Wohnung auf. Und Klaus ist in der Haus. Aber die Wohnung ist leer. Dafür ist Luna jetzt weg. Was? Okay, wir rufen sie jetzt an, damit sie wieder zurückkommt. Aber Luna schläft. Toll. Naja, aber wenn wir schon hier sind, dann werden wir jetzt auch rumschnüffeln. Vielleicht finden wir ja irgendwas Spannendes über die Familie raus. Keine Geheimnisse. Aber wir geben nicht auf. Jeder hat doch irgendwie Dreck am Stecken. Außer ich natürlich. Ich ganz bestimmt nicht. Ich wüsste nicht was. Aber nee, die Familie hat offensichtlich wirklich nichts zu verheimlichen. Im Gegensatz zu Klaus, der jetzt noch ein Baby mit Luna macht. Wir sind wieder zu Hause bei Opa Raab. Der natürlich sofort wissen will, wie die neuen Mieter drauf sind. Aber Klaus wird einfach nur sagen, es lief alles flüssig. Und deswegen schlägt Opa Raab jetzt vor, ein nachbarschaftliches Mitbringbefehl zu starten. Und da haben wir die erste schwangere Frau. Die wirkt nicht wirklich glücklich. Im Gegensatz zur zweiten schwangeren Frau. Und da ist die dritte. Eine Schwester. Und die kann nicht mehr. Was haben wir schon wieder getan? Opa Raab wird die Mieter natürlich herzlich empfangen. Ist natürlich ein bisschen verwirrt, warum die jetzt alle schwanger sind. Aber warum sollte er das auch hinterfragen? Eigentlich total süß, dass die Kinder, die jetzt gleich zur Welt kommen. Ja, Leute, sie kommen jetzt gleich zur Welt. Dass sie alle so in dem gleichen Haus wohnen. Ja, eigentlich auch alle verwandt sind. Das sind ja dann alles Halbgeschwister. Und Leute, die erste Frau ist in den Wehen. Oh, und hier versucht man offensichtlich auch die Geburt ein bisschen voranzutreiben. Zum Glück hört Opa Raab nicht mehr ganz so gut. Aber es gibt eine explosive Funktionsstörung. Im Haushalt 11a. Das ist der Haushalt ihrer Schwester. Wir sind schon auf dem Weg. Werden davor aber noch eine Strafe verteilen. Hallo, Olaf. Und hier drüben in der Küche brennt es wirklich. Oder was auch immer das sein soll. Für 3.940 Simoleons ersetzen? Ist das Ihr absoluter Ernst? Dann machen wir das jetzt halt. Kurbeln auch hier ein bisschen die Wehen an. Olaf, das ist eigentlich nichts für kleine Babys wie dich. Hier halten wir mal lieber die Augen zu. Spielen zu Hause eine Runde Himmel und Hölle mit unserem Opa. Respekt dafür. Mittlerweile sind auch alle Babys auf der Welt. Und wir schauen uns die jetzt an. Baby Nummer 1 ist die kleine Sophie. Baby Nummer 2 ist die kleine Annika. Ach, wie viele Babys werden es jetzt? Es werden insgesamt leider nur 3 Babys. Natürlich, weil ich ohne Mods spiele. Und das letzte Baby ist der kleine Kevin. Herzlichen Glückwunsch, Opa Raab. Nicht nur zu den vielen tollen neuen Mietern, sondern auch zu den 3 Enkelkindern. Ich weiß, wer bald enterbt wird.